Und heute zeige ich euch, wie man eine kleine primitive Tasche machen kann, mit der man ein Deckt am Gürtel tragen kann. Dieses Tutorial ist besonders geeignet für Leute, die noch nie was genäht haben. Es enthält garantiert überhaupt nichts Kompliziertes. Ihr braucht dazu einen Streifen Stoff, ungefähr 3-4 cm breiter und doppelt so lang, weil ihr deckt. Dann versäubert ihr den Stoff. Das heißt, ihr näht einmal am Rand im Zickzack ringsherum. Könnt ihr sehen? Ja. Egal welche Farbe. Dann betrachtet ihr die Sache, wo ihr es an den Gürtel annähen wollt. Ihr müsst ein Stück einfalten, vielleicht 1 cm, das ist für die Naht. Dann müsst ihr es umklappen, ungefähr 1 cm breiter als euer Gürtel. Gürtel sind meistens 4 cm breit, falls ihr keinen zur Hand habt. Also vielleicht ungefähr 5 cm einklappen und hier oben festmachen, zum Beispiel mit einer Sicherheitsnadel. Einfach, damit ihr euch merken könnt, wo der Knick ist. Dann ist es so, dass ihr die Ränder auch einklappen müsst, weil sonst sieht es hässlich aus. Das heißt, ihr klappt rechts und links da, wo der Gürtel hinkommt, das um und dann näht ihr es einfach gerade an. Wenn ihr noch nie was genäht habt, kann ich dazu sagen, näht einfach vorne und hinten einmal so hin und her, dann ist es quasi fest und ihr könnt den Faden einfach abschneiden und er hängt nicht, macht nichts weiter an der Stelle. Das schaut bei mir dann ungefähr so aus. Das heißt, die Nadel ist immer noch da, wo ihr sie hingemacht habt. Okay, hier hängen noch Fäden raus, die kann man einfach abschneiden. Dann faltet ihr das ein, da wo ihr es geplant habt einzufalten, faltet die kleine Kante um, die mit eingenäht werden soll. So. Und dann näht ihr einfach hier eine Naht drüber, dann passt der Gürtel schon mal durch. Das schaut bei mir dann so aus. Ja, hier kann man Gürtel durchstecken. Schaut ihr euch die andere Seite an, andere Seite von dem Stoffstreifen und faltet einmal um genau in dieselbe Richtung, also quasi nach innen. Ja? Und näht hier eine Naht drauf. Das schaut bei mir dann so aus. Oder von der anderen Seite so. Ich habe sogar zwei Nähte gemacht, kann man das sehen, weil ich mich nicht entscheiden konnte, welche Farbe ich schöner finde. So, als nächstes klappt ihr das ganze Ding zusammen. Guckt, dass euer Deck dann noch rausgucken würde. Und dann müsst ihr die Seiten einklappen. So. Die ganzen Seiten. Das macht ihr am besten mit Stecknadeln fest. Dann näht es sich viel besser. Das schaut bei mir dann so aus. Also alles einklappen. So. Wupp. Und dann näht ihr hier rechts und links eine Naht drauf und näht den ganzen Plunder zusammen. Dabei ist zu beachten, dass ihr nicht hier oben, also wenn ihr das so zuklappt, ja, und ihr näht bis oben, dann passt der Gürtel nicht mehr durch. Also nicht so krass auf das Gürtelding drauf. Ihr könnt es gerade so machen, dass es passt, nebeneinander. Das würde gehen. Oder leicht überlappen. Das sieht eigentlich am schicksten aus. Aber wie gesagt, wenn man das jetzt, wenn ihr es krass drauf macht, dann geht kein Gürtel mehr durch. Das schaut zusammengenäht bei mir dann so aus. Ich zeige auch nochmal an einem Detail, was ich meine mit dem Vor-Zurück-Vor-Zurück-Nähen. Hier. Am Ende, wie gesagt, einfach einmal vor- und zurücknähen und dann könnt ihr den Faden einfach abschneiden und fertig. So ist das okay. Ja, viel Spaß mit eurer Tasche. Ich hätte sie vielleicht ein bisschen breiter machen können. Das ist jetzt, also das passt schon rein, aber es ist ein bisschen in Gewürge. Von daher. Ja, aber nicht schlimm, ich werde es benutzen. Viel Spaß euch und viel Spaß bei folgenden Nähprojekten.